Zwei Cappuccino Grande, Leni. Hey, Geistverrückten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit und von Marian Hund. Und wir sind mal wieder beim Video auf Deutsch. Also ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde die ganzen Videos, die Tutorials sind, the Testing Team wird auf Englisch sein. Und die Sachen, die in Richtung Vlog irgendwo hinfahren, das wird auf Deutsch sein. Und ich hoffe, dass das ein cooler Kompromiss ist. Sorry to all the English viewers. Wir sind jetzt die ganze Nacht hier runtergeballert nach Livorno und fahren hier gleich auf die Fähre. Und das kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Wenn du nachts einmal durchballerst, dann ist fast nichts los auf der Straße. Und dann ist hier direkt neben dem Fährenleger noch ein mega cooler Spot, wo man den Tag ganz entspannt verbringen kann. Das kostet einen 10er Eintritt. Und dann ist es hier auch so ein geschützter Bereich. Ich glaube, das ist so ein Local Kite Club hier. Ich habe euch einmal die Drohne hochgeschmissen, um den Spot zu zeigen. Ziemlich coole Sache. Und dann kann man hier abends super entspannt auf die Fähre drauf und ist am nächsten Morgen auf Sardinien. Daumen hoch! Wir sind hier eben in Valle d'Oria angekommen und der Spot schaut mega geil aus. Wir haben da nämlich einen Busch, der steht, glaube ich, mit der Windrichtung genauso, dass man sich da komplett drüber nageln kann. Schauen wir mal, wie das funktioniert oder ob ich nachher im Busch hänge. Gehört, heute übernimmst du mal. Was übernehme ich? Achso, ja, also wir sind immer noch in Valle d'Oria. So 18 Grad, die Sonne kommt langsam raus, es ist Wind für einen Zehner und ja, wir gehen jetzt mal eine Runde kiten. Und jetzt ist es ein bisschen unentspannt, während du mir hier zuguckst. I'm not doing this to
Schönen guten Morgen hier aus Valle d'Oria. Wir haben hier direkt am Spot gepennt. Gestern war noch richtig cool. Wir haben echt, waren lange auf dem Wasser und sind dann irgendwann in die Stadt eingefallen und haben uns noch eine große Pizza gesneakt und dann auch relativ tot ins Bett. Jetzt sind wir gerade eben aufgewacht, gehen gleich mal wieder in die Stadt und hauen das Geld auf den Kopf, was wir gestern durch Campen wieder gespart haben. Das ist eigentlich so unsere Devise hier. Das, was wir an Übernachtungskosten nicht ausgegeben haben, verfuttern wir dann am nächsten Morgen in irgendwelchen Cafés oder Restaurants. Eigentlich ziemlich cool. Und für heute steht der Plan noch nicht hundertprozentig. Wir haben irgendwie auch noch so einen Paraglider dabei. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch von der Düne soaren können.